Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder am Start. Heute gibt's was ganz Besonderes und zwar mein Hot Wheels Zimmer, der Raum, wo sich die Hot Wheels befinden. Und ich würde sagen, heute an diesem Freitag gehen wir das mal ganz chillig durch, gucken uns den Raum an und die Hot Wheels an. Und ich hoffe, es ist vielleicht eine Inspiration für euch, für jeden, der wissen will, wie andere, in diesem Fall ich, die Hot Wheels so in dem Zimmer aufgestellt haben. Und ja, ich zeige euch erstmal den gesamten Raum. So ein bisschen könnt ihr ja schon sehen. Und dann gucken wir uns mal so ganz im Detail die einzelnen Hot Wheels an. So gut wir können. Und ich denke, das Video wird auch ein bisschen länger sein. Vielleicht so um die 20 Minuten. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Und ja, ich denke, es ist ein gutes Video oder soll ein gutes Video werden für euch, dass ihr euch das dann auch ganz chillig jetzt an diesem Wochenende anschauen könnt. Ja, so sieht das aus. Das gehen wir noch mal gleich in Ruhe durch. Erstmal so ein paar Eindrücke wirken lassen. Ja, wo sollen wir anfangen? Ich würde sagen, gleich hier an diesem Schreibtisch. Da unten links ist das Mastercase 2022, das mal letztes Jahr erschienen war. Und das habe ich jetzt so unterm Tisch gelassen. Die Autos sind da nicht mehr drin, die hängen jetzt an der Wand. Und hier gibt es ein Display gleich über dem PC. Und da habe ich so ein paar Hot Wheels reingemacht. Ja, hier rechts, gleich von Fast and the Furious, das war von dem 10er Pack. Da haben wir einen Ford Escort oben links in blau, ein Porsche, Mitsubishi Eclipse, Toyota Supra, Nissan Skyline und die anderen Autos von Fast and the Furious und so ein paar Mainliner, die jetzt auch vor kurzem ja, erschienen sind, wie zum Beispiel der grüne Audi RS6 Avant, meine ich. Und auf der linken Seite hier haben wir ein paar Real Rider. Diesen Mercedes hier in schwarz, den gab es mit dem Display dazu. Und alles andere ist so ein bisschen gemischt, also keine, ja, keine wirkliche Ordnung. Nur so ein paar Autos aufgemacht, die mir gefallen haben. Und oben habe ich dann nochmal etwas von Mario Kart, so ein Team Transport mit einem Ford Escort, meine ich, und etwas von Ninja Turtles. Und dann kann man das Ganze hier zumachen. Ja, ich muss sagen, das Display ist von Mattel und ja, es erfüllt seinen Zweck. Hochwertig ist das jetzt nicht verbaut, aber es tut, was es tun soll. Und ich glaube, wenn ich hier richtig zähle, sind das 48 Autos, die da reinpassen. Und natürlich kann man nach oben was drauflegen, so wie ich das gemacht habe. Ja, Mastercase ist schon geöffnet, wie gesagt. Da hängt noch ein Bild. Dann kommen wir hier zu dieser Wand. Ich habe natürlich auch so ein paar Hanteln hier stehen, dass ich auch ab und an mal trainieren kann. Mache ich nicht immer, aber wenn ich mal Bock drauf habe, dann mache ich das. Dann muss ich nicht extra irgendwo hingehen dafür. Hier haben wir einen pinken Skyline von RLC. Gab es ja in diesem Jahr 2023. Eigentlich hänge ich hier auch nur RLCs. Bis auf der rechten Seite, das sind einfach nur Nissan Skylines. Die gucken wir uns auch mal gleich an. Ja, drei Stück habe ich davon, von den pinken hier. Dann habe ich natürlich auch die lilanen. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches Jahr war das hier. 2019 oder 20. Den blauen habe ich auch zweimal. Und hinten haben wir ein Ford Bronco. Dann gehen wir hier runter. Hot Wheels Legends Tour. Ich meine, das war von 2021 oder 22. Habe ich auch dreimal. Dann eine Corvette und Nissan Skyline Nismo auch dreimal.
Und im Hintergrund, upsie, ist runtergefallen. Und im Hintergrund ein Ford Mustang aus diesem Jahr 2023. Ja, und nochmal, bevor ich das hier so runterratter, was Allgemeines nochmal, wie über diese Wand hier. Das ist eine Lochwand, nennt sich das, oder Werkzeugwand eigentlich. Also dieses Ding hier ist eigentlich dafür gedacht, um Werkzeuge in der Garage gut und ordentlich aufzubewahren. Und ich habe das jetzt zwecksentfremdet und mir das so jetzt ins Zimmer gehangen, damit ich die Hot Wheels so aufstellen kann wie im Laden, dass die auch ordentlich und sauber, ja, zur Schau gestellt werden. Weil es gibt ja viele, die kleben sich die Hot Wheels ohne Protektor einfach so an die Wand. Und da bin ich echt kein Fan von. Denn man macht sich die Wand schmutzig und ich dachte, so ist das viel ordentlicher. Denn so kann man das einfach hier rausnehmen. Die Hot Wheels werden nie beschädigt und bleiben in den Protektoren. Und die Wand wird auch nicht beschmutzt. Deswegen habe ich mir jetzt diese Lösung ausgesucht. Also es ist eine Lochwand. Dann habe ich hier auf der anderen Seite auch mal sowas. Das nennt sich Lochplatte. Das ist von IKEA. Da gibt es auch nochmal die entsprechenden Haken. Und da kann man auch die Hot Wheels dann gut präsentieren. Ich finde es einfach gut gelöst. Ja, so als Kompromiss. Ohne dass man jetzt die Wand beschmutzt. Und theoretischerweise könnte man jetzt auch die Hot Wheels wieder abhängen und was ganz anderes dranhängen oder ja, auch wenn man die ganze Wand, die Lochplatte entfernt, bleiben nur zwei Löcher an der Wand. Also ja, nicht so tragisch dann. Ja, gehen wir mal weiter. Also wir waren hier gerade bei dem Nismo, drei Stück. Und dann kommt hier was ganz Besonderes und zwar der gelbe Skyline R34. Von der Convention 2019 Los Angeles. Hier haben wir eine Limitierung von 5000 Stück. Das ist eigentlich so das schärfste Modell aus der Sammlung, würde ich mal sagen. Geschmacklich natürlich kann jeder selbst entscheiden, was ihm am meisten gefällt. Und auch die Frage, welches Auto mir am meisten gefällt, kann ich eigentlich gar nicht beantworten, denn ich finde sie alle schön. Und ja, ich fände es traurig, wenn irgendein Auto davon gehen müsste. Ja, was haben wir noch? Auch hier von der Los Angeles Convention. Ein sehr schöner Pickup, der gefällt mir sehr, weil er noch so ein Surfbrett drauf hat. Ist schwer vom Gewicht her. Wheelwider, die Felgen sind cool. Und hinten ist ein goldener BMW und dann so ein blauer BMW. Was man jetzt nicht so ganz gut sehen kann. Ja, und unten haben wir auch nochmal was von der Los Angeles Convention, allerdings von 2020, ein Jahr später. Das ist der Bel Air Gesser. Das finde ich einfach cool, weil die Karte cool ist. Deswegen habe ich das Auto. Also das Auto generell macht mich jetzt nicht unbedingt so an, aber die Karte ist einfach schön. Deswegen werde ich das auch niemals aufbrechen, sondern immer in diesem originalen Zustand lassen. T1 Rockstar in Lila, den gab es ja dieses Jahr, 2023. Dann ein Ford 32 RLC und hier ist kein RLC, aber ein Mercedes Evo von Modern Classics. Back to the Future, auch richtig cool. Habe ich zwei von, diesen DeLorean, einmal mit offenen Türen in Matt. Und einmal hier so mit geschlossenen Türen. Das ist RLC und das ist von einer Convention aus 2019. Da steht auch drauf Illinois. Und den gab es zum Beispiel 3300 Mal nur. Und dahinter habe ich dann den Chevy Camaro aus diesem Jahr. Dann einen Ford Mustang Boss Hoss. Noch so ein Pickup und da hinten dieser Truck in Lila. Den haben wir eben schon gesehen. Dann nochmal hier ein Ford Mustang. Hier ein Skyline in Blau, so ein 2000er Skyline und da hinten den gleichen in Silber. Kann man jetzt so schwer erkennen.
Ja, und dann geht die Geschichte da oben los mit Honda S2000, einmal in Orange und dann geht es weiter hier mit dem goldenen Ryu Asada mit seinem Bild drauf, dann nochmal einen in Rot von der Charlotte North Carolina Convention. Und dann hier nochmal was von dem Mastercase mit dem Factory Sealed Sticker. So ein paar Autos. Und ich sehe gerade, da ist auch ein Nissan Skyline dabei. Ja, manchmal gehen die Autos unter, weil ich ja auch so viel habe. Deswegen. Ja, deswegen muss ich immer mal wieder gucken und erstaune dann selber, was ich denn alles habe. Hier ist ein Ford Mustang hinten und da ist so ein Nissan Skyline. Und also nochmal so allgemein gesagt, ich finde es echt ein cooles Zimmer, weil das beruhigt einfach hier zu sein. Es beruhigt wirklich. Ich bin gerne hier, hier kann man chillen und umgeben von diesen Hot Wheels. Einfach mal hinsetzen, sich die Hot Wheels geben, einfach angucken und einfach froh darüber sein, über ja, die Autos, die hier gerade so stehen. Dann gibt es hier ein Ghostbusters Ecto 1 von der Mexico Convention. Das Besondere an dem ist, dass das Auto im Dunkeln leuchtet. Also ich kann mal hier das Licht einmal runterdimmen. So dunkel ist es trotzdem nicht hier in dem Zimmer dann, weil wir es am Tag noch hell haben, aber ganz leicht kann man erkennen, dass der noch leuchtet. Also wenn es jetzt ein bisschen dunkler wäre. Was jetzt schön ist, ist natürlich das. Das leuchtet nämlich gerade. Das gucken wir uns auch gleich an. Und dann mache ich mal wieder das Licht an. Und ja, nach dem Ecto 1, den ich übrigens auch zweimal habe, hier gibt es noch einen, haben wir nochmal hier so einen Ford Mustang Cobra von der Convention in Türkis. Den finde ich richtig schick, also ist auch einer meiner Liebsten, genau wie der hier. Die haben irgendwie was Besonderes. Und hier ist ein Ford Mustang noch und auch ein Nissan Skyline. Was haben wir hier noch? Ein Camaro, ein RLC Ghostbusters Ecto 1 und nochmal Ford Mustang Boss. Also diesen Ecto 1 gibt es einmal hier als RLC und dann so als Convention Car. Dann hier so einen pinken Candy Striper Bus, auch richtig cool. Dann habe ich natürlich auch den T1 Panel Bus von der Los Angeles Convention. Ich finde einfach das Kartendesign richtig geil von der Los Angeles Convention 2020. Ist richtig gut gelungen. Und hier hinter haben wir gleich, ja, dreimal Porsche. Bei dem roten Porsche. Und bei dem Porsche ist das so, dass einige davon hier nichts haben. Und ihr seht es jetzt gleich. Der hat zum Beispiel so ein Porsche Official Licensed Product Sticker drauf. Mit Hologramm. Und einige eben nicht. Warum auch immer. Batmobil hinten, Nova, Supernova und ganz hinten wieder so ein Ford Mustang. Ja, hier kommen noch so ein paar pinke Autos, Mustang Boss oder Custom Eldorado. Was haben wir noch? Ein Supernova, auch in pink. Dann hänge ich das Ganze mal wieder hier rein und ja, das ist hier jetzt die Skyline-Ecke. Einmal hier den grünen, das ist aber ein Super Treasure Hunt. Den gab es auch noch mal als Mainliner. Den habe ich als Shortcut. Das sieht man hier. Der hat ganz andere Felgen, Plastikräder und einen ganz normalen Lack drauf. Während der hier einen glitzernden Lack hat und Gummiräder hat und andere Felgen. Und noch ein Super Treasure Hunt ist der hier. Ich glaube 2006 war der oder 2009, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der hat auch Gummiräder, den habe ich auch noch mal als Mainliner. Und der hier, der R32, ist auch ein Super Treasure Hunt. Da sieht man auch die goldene Flamme. Ja, und eigentlich sind hier nur Skylines. Hier ein Zamac,
Skyline R34, eins in blau-lila, wie man es nimmt. Das sind die ganz alten Modelle. Die gab es mal, ich weiß nicht, 2006, 2007, 2008, so um den Dreh herum. Richtig coole Fahrzeuge. Kann ich und will ich auch gar nicht auspacken. Der gefällt mir auch sehr, einfach von der Lackierung her und weil die Karte so schön aussieht. Und ich denke, so ein paar Skylines hatte ich schon mal in einem Video gezeigt. Und da ist nochmal der R32 in lila. Ne, R33 in lila. Das war der R32, der graue hier. Ja, und Japan Historics ist noch mit drauf. Der gefällt mir auch, weil das hier so eine schöne Lackierung hat mit Police drauf und so eine japanische Schrift. Aber eigentlich gefallen sie mir alle, weil die Karten einfach auch schön sind. So ein Blossom-Design mit, ich glaube, den Kirschblüten, die da drauf sind. Und ja, da habe ich auch, ach, hier ist ein RLC. Da ist jetzt hier der Protektor aufgegangen. Und hier ist auch ein RLC, zweimal das gleiche Auto. Und dann der Nissan im Hintergrund. Ja, eigentlich war das jetzt hier diese Ecke, das war hier alles RLC. Und wenn man dann hier trainiert, dann macht es auch Spaß, sich einfach in diesem Raum zu befinden. Ja, und dann habe ich hier noch so ein paar Bilder von einem Knight Rider und einem DeLorean. Und ich denke, dieses Video wird länger dauern als gedacht, weil einfach hier viel zu viel ist. Und ich habe hier so ein Display Case von Etsy. Das kann man einmal mit LED und einmal ohne LED bestellen und einmal hier sich die Wand aussuchen. Ich habe jetzt diese Carbon-Wand genommen. Sieht einfach vielleicht optisch besser aus, habe ich mir gedacht. Aber man braucht auch diesen, das habe ich jetzt mit so einem Dreifachstecker gelöst, bräuchte man das jetzt auch gar nicht. Also wenn ich das hier zum Beispiel abstecke, dann wird auch das Kabel hier gar nicht stören. Und es wäre auch so ganz schön. Ja, da habe ich auch so wild einfach ein paar Autos reingemacht. Ihr seht es vielleicht, lasst es einfach auf euch einwirken. Super Treasure Hunt Honda. Ford Mustang Super Treasure Hunt. Dann etwas von Japan Historics 2. Ein Impala. Audi von Deutschland Design oben. Japan Historics 2. Auch hier wieder. Jeep Willys einmal in grün und dann habe ich den auch noch mal in rot. Ich habe das so ein bisschen farblich sortiert. So ein paar Super Treasure Hunts wie diesen Ford. Ne, wie komme ich auf Ford? Da ist ein Ford Mustang, aber ich meinte den Toyota Supra hier. Der aktuelle Super Treasure Hunt. Ja, da habe ich auch die Autos ausgepackt. Also eine Frage von euch war ja auch immer, packe ich die Autos aus oder nicht? Und ja, ich mache das so beides, ne? Packe aus oder nicht. Wie auch immer. Hier kommen wir dann zu der Tür. Da ist eine Maus, die hat eine Hängematte aufgestellt, denn hier soll man chillen. Das hat auch die Maus begriffen. Ja, und dann schauen wir hier einmal zu dieser Vitrine rüber und ihr seht, ich habe da eine Barbie-Puppe oben. Einfach eine lustige Geschichte, aber auch eine kurze Geschichte. Warum habe ich eine Barbie-Puppe im Zimmer? Ist einfach so, weil ich gar keine bestellt hatte, aber trotzdem eine bekommen habe. Ich habe nämlich bei Mattel ein Hot Wheels Auto bestellt. Das Hot Wheels Auto kam auch, aber es kam auch eine Barbie. Und dann war ich verwundert, warum ich eine Barbie zugeschickt bekomme. Habe ich nicht reklamiert, wäre mir zu umständlich gewesen, habe mir gedacht, komm, behältst du einfach. Ist egal, ist halt so passiert. Wird sich jetzt nicht lohnen für mich oder ich hätte keine Lust, das zu reklamieren und zurückschicken und mich dort melden oder ein Formular ausfüllen. Deswegen habe ich gesagt, behalte ich es einfach. Ist was Lustiges. Deswegen habe ich es mir hier so auch einfach aufgestellt. Und ja, also die Sammlung ist sehr Nissan Skyline-lastig. Wem das nicht aufgefallen ist, dem ist das wahrscheinlich jetzt aufgefallen.
Da habe ich so verschiedene Sachen. Hier Fast and Furious, Zweierpack, Nismo, dann Hot Wheels ID, Knight Rider, nochmal Hot Wheels ID, Porsche Team Transport hinten, Nismo, wieder mit Team Transport. Dann kommen hier die RLCs mit dem Acryl Case in dieser Box. Schwarzer Lambo, roter Lambo. Hinten geht es weiter mit blauem Lambo, grünem Lambo, goldener Datsun. Dann hier dieser schöne Käfer. Dann der Cadillac Seville von Gucci. Ein paar aktuellen Autos wie diesen Mangusta. Einmal hinten in grün, dann gab es den nochmal hier in orange oder braun. Und vielleicht können wir mal von der Seite gucken. Dodge Tradesman V32, BMW Mexico Convention ist da noch. Also eigentlich ganz viele schöne Sachen. Dann hier Diorama-Set Bugatti, Fast and Furious mit VW Jetta oder Jetta, wie auch immer, wer es ausspricht, der kann es aussprechen, wie er möchte. Dann hier Mario Kart, Ghost Rider, ein losen Ford Bronco, RLC mit offenen Türen. Fand ich einfach cool, ihn da so stehen zu lassen. Und sonst hätte ich auch keinen Platz mehr. Und dann zweimal Nissan Diorama. Einmal das aktuelle mit den alten Modellen und einmal das ältere Set mit den, ja, etwas jüngeren Modellen. Und ganz unten habe ich drei Ferraris. Bisschen Mystery Model und auch Nissan Skyline. Den gab es, glaube ich, hier nur in Japan. Und die anderen einmal in Grün und einmal in Rot. Und hier ist ein Set aus dem Jahr 2018 mit 15 Super Treasure Hunts. Wie zum Beispiel Porsche Super Treasure Hunt, Nissan Skyline Super Treasure Hunt, Lamborghini, Fiat 500, Audi RS6 Avant, Ford Escort von Cruella, das Auto von Dalmatiner, Camaro, so ein Formel 1 Auto. Ja, so habe ich das hier aufgestellt. Ja, so sieht das aus. Dann geht es aber immer noch weiter. Also hier kann man sich wirklich stundenlang aufhalten. Mit dieser Wand geht es jetzt weiter. Da fängt es an mit so ein bisschen Super Treasure Hunt, Premium, dann geht es weiter mit Premium, Chase Cars, dann Zamac und dann so auch Super Treasure Hunt und Red Edition und sowas. Wir können mal hier anfangen und so ein bisschen hier umzugucken. So ein Camaro ist hier, Nissan ist hinten, dann Ford Mustang. Das ist der VW-Bus von der Boulevard-Serie aus dem Jahr 2023 jetzt. Ein Renndienst Volkswagen mit dem Porsche-Logo. Forza Horizon. Wieder Nissan Skyline. Ja, und dann hier so ein Super Treasure Hunt. Nochmal Super Treasure Hunt. Alles Super Treasure Hunt eigentlich hier. Bis auf die kurzen Karten, da ist auch manchmal was anderes drin. Nicht unbedingt immer ein Super Treasure Hunt, aber ein Treasure Hunt hier zum Beispiel. Ja, wir gehen das mal ganz grob durch. Video ist auch schon ein bisschen lang geworden. Hier habe ich noch Fast and Furious. Vielleicht, wenn ich das Licht einmal so ein bisschen runter mache, kann man dann mehr sehen. Chase Car, Porsche, Speed Machines zweimal, Barbie, auch richtig cool. Hier Chase Car, Mazda und Mercedes, BMW, Toyota Supra, Subaru Impreza, Honda Civic Type R Red Edition, Mercedes in Weiß, das gab es nur in den USA, gibt es auch nur als Longcard. Dann gibt es hier Audi Quattro Z-Mac, nochmal Z-Mac, 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 alles aus dem Master Case. Honda S2000, auch Z-Mac.
Die goldene Ente war ein Treasure Hunt. Tesla Model. Nee, Tesla Cybertruck. Barbie, das aktuelle. Und auch hier Super Treasure Hunt, Lamborghini Miura, glaube ich, Audi RS 2, Avant, Skyline. Ja. Und vor 32 nochmal. Dann hier nochmal ein Porsche. Ja, also das ist hier ist meistens Red Edition und Zamac, was ihr hier seht. Das meiste oder USA Exclusive, Walmart oder Best Buy und so ein Zeug. Und dann ein paar schöne Mainliner, die mir gut gefallen haben. Ja, so sieht das Ganze aus. Das Hot Wheels Zimmer. Und ich mache mal wieder hier Licht an. Und ich hoffe, 26 Minuten haben euch gefallen. Ich denke, das sollte auch reichen. Bin auch schon ein bisschen nass geschwitzt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Was haltet ihr von diesem Zimmer? Schreibt mir eure ehrlichen Kommentare. Also mir gefällt es. Ich fühle mich hier wohl. Wirklich. Und habe alles, was ich brauche. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem zukünftigen Video. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid immer noch mit am Start und sammelt auch noch fleißig. Also, macht's gut. Bis dahin. Seid gegrüßt. Schönes Wochenende. Ciao.